Formcheck jetzt hinter euch. Wie fühlt dieser für euch beide aus? Wie zufrieden seid ihr? Ja, gut. Ich meine, Detlefs Kritik ist natürlich immer gnadenlos. Das ist klar, aber deswegen sind wir auch hier, weil wir das zu schätzen wissen. Weil keiner so ehrlich ist wie der Detlef. Und da Detlef uns beide halt kontrolliert bei der Vorbereitung und uns auch hilft, nehmen wir gerne den Weg in Kauf, hier hinzukommen und die 200 Kilometer auch zu fahren, alle zwei Wochen. Du bist ja, was das angeht, eigentlich auch schon sehr erfahren, alter Hase im Wettkampfgeschehen. Bei deinem Frau ist ja so, du springst da jetzt quasi ins kalte Wasser. Wie läuft es bei dir? Oder wie kam jetzt überhaupt die Entscheidung zustande, dann mal den ersten Wettkampf zu machen? Also die Entscheidung, ich wollte schon immer mal Wettkämpfe machen. Ich mache den Sport jetzt schon seit 11 Jahren. Und ich wollte das immer machen, hatte aber immer so ein bisschen Angst und ja, so meine Bedenken. Und dieses Jahr war es einfach so, dass der Serkan dann zum Deadlift gefahren ist. Und ja, dann hat er mein Fett gemessen und gesagt, ja, kannst du auch mal was machen. Und so ist das dann entstanden. Ja, dann haben wir einfach gesagt, sie macht die Diät jetzt einfach mit. Ja. Zieh das Ganze einfach mit durch und wir kontrollieren dann auch den Fettgehalt. Alle zwei Wochen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und das Ergebnis, denke ich, kann sich auch ganz gut sehen lassen. Ja, wir haben ja gesehen und waren ja alle sehr begeistert. War die richtige Entscheidung auf jeden Fall, ja. Würde ich sagen. Auf jeden Fall Vorteil. Wir verstehen uns besser, seit wir zusammen Diät machen. Als wenn Serkan alleine auf Diät ist, ja, auf jeden Fall. Auch mit dem Kochen und so, klappt super. Wir essen ja so dieselben Mahlzeiten, auch zur gleichen Zeit. Genau, es fällt uns halt wesentlich leichter. Wir verstehen uns halt deutlich besser. Ja. Und eure Planung, wie sieht es überhaupt jetzt dann aus? Was sind dann bei euch beiden die ersten Wettkämpfe, die anstehen und dann vielleicht die Folgewettkämpfe? Also wir haben es ja gerade besprochen auch im Detlef. Ich mache ja die WM-Quali. Die ist ja gleichzeitig bei der Süddeutschen. Und wir haben halt gerade auch beschlossen, dass die Frenzy auch bei der Süddeutschen starten soll. Einmal um Erfahrung zu sammeln und auch mal als Vorprobe quasi vor der Landesmeisterschaft. Und ja, dann werden wir beide wahrscheinlich an derselben Bühne stehen dann, im 22. in Bobby. Go psycho, just like Michael. I mean Myers, Oscar Mayer. You baloney, straight up phony. We don't believe you, you need more people. Sugar sweet niggas, yo, they can't be equal. More my mojo, I'm Dr. Evil. Still hard to kill like Steven Seagal. Also erstmal die Diät durchziehen und dann auf der Bühne stehen. Das ist schon mal so mein erstes Ziel. Und dann mal gucken, was kommt danach. Ja. Also ja, sie ist schon sehr ehrgeizig. Also sie möchte nicht auf die Bühne gehen und Letzte werden. Ich meine, das möchte keiner, aber sie ist schon sehr ehrgeizig und verbissen. Also wenn oben stehen, dann auch sehr gut aussehen. Ja, sehr gut aussehen möchte ich auf jeden Fall. Also ich tue in der Diät alles, um das Beste aus mir rauszuholen. Alles das andere liegt ja nicht in unserer Hand. Ne? Also wenn dann 100%, das schon. Aber dass ich jetzt unbedingt Erste werden möchte oder so. Ich meine, sie hat ja nichts zu verlieren. Ne? Das ist der erste Schritt. Ja, auf jeden Fall. Also. Genau. Ich habe Du hast kein Motorrad. Wenn er da ja, genau. Wenn er da hast du kein Motorrad. Motorrad hast du zu Hause vergessen. Hier. Schön weit nach oben. Schön weit nach oben. In Richtung gehen. So, ja, so gute Ruhe. Ich hab sie alle. Ja, bist du angekommen, oder? Ja, ja. Und ganz weit nach vorne. Guck mal höher. Den Kopf hoch. Ich bin der Beste. Ui. Viele machen nur den Knicken. Ja, aber das kannst du nachher machen. Bitte wir. Okay, und wenn du jetzt guckst, ich meine, jetzt werde ich zwar pingelig, aber muss auch sein.
dein rechter Fuß, der steht anders als der linke Fuß. Dadurch sind die Beine auch nicht ganz. Also im Schuh, dass du rechts und links, du hast die Hacke hinten dran. Ja, so ist das. Okay. Was der Video da sagt. Der Manolo, let's see. Und der Trainingsalltag, trainiert ihr eigentlich zusammen oder macht ihr das getrennt? Wir trainieren zusammen, richtig, ja. Ja. Auch dann wirklich komplett gleich Trainingsplan im Grunde? Fast der gleiche Trainingsplan, ja. Er macht ein paar mehr Übungen als ich. Also die Muskelgruppen sind gleich am selben Tag und dann halt die Übungen sind teilweise verschieden. Ja. Und mit dem Cardio macht ihr das zusammen? Wir machen beide kein Cardio. Achso, okay. Ja. Wirklich kein Cardio machen. Wir haben unsere Tochter, die ist Cardio genug. Ja, wie passt das dann an mit Nachtrainern jetzt? Alleine so mit den Diäten, schwieriger oder was anderes? Also wir trainieren ja morgens, das heißt die Kleine ist im Kindergarten und dann können wir gemütlich ins Training fahren, unser Training absolvieren, unser Essen zubereiten für den Tag und dann, wenn die Kleine da ist, haben wir halt schon das Essen fertig und können dann die anderen Sachen erledigen. Ja. Also alles optimal. Genau. Ja. Dann drücken wir euch die Daumen und wir sehen uns spätestens bei der WM-Quali dann wieder und bei der Süddeutschen, bei Teilen. Genau, freuen wir uns auch. Super. Vielen Dank. Schön. Danke.